Ja, liebe Schwestern und Brüder, mein Name ist Kerstin Griese, ich bin 48 Jahre alt, Bundestagsabgeordnete, darf dort den schönen Ausschuss für Arbeit und Soziales leiten, bin noch im Ehrenamt, Sprecherin des Arbeitskreises Christinnen und Christen in der SPD, gemeinsam mit Wolfgang Thierse, bei uns ist das ökumenisch. Die beiden Rheinländer haben Sie auch hintereinander gelost. Ich bin aus der evangelischen Kirche im Rheinland, aus dem Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann und ich bin Pfarrerstochter und manche sagen, man merkt es auch manchmal. Als ich mich auf diese Vorstellungsrede vorbereitet habe, habe ich gedacht, jetzt lese ich nochmal die ganzen Geschäftsordnungen und Kirchengesetze. Das hat mich aber irgendwie auch nicht richtig weitergebracht und ich habe mir dann überlegt, lieber nochmal Revue passieren zu lassen, was mich geprägt hat in meinem Glauben, was mich geprägt hat im Verhältnis zu meiner Kirche und warum ich mich sehr gerne, durchaus auch noch intensiver als bisher in meiner Kirche und für meine Kirche engagieren möchte. Und das ist zuallererst nach der Konfirmation 7 Jahre Kindergottesdienst jeden Sonntag. Das war eine schöne Zeit, biblische Geschichten, Lieder, die mir seitdem eine Heimat sind. Das ist die Jugendarbeit, eine sehr engagierte Jugendarbeit im Kirchenkreis Düsseldorf mit Kontakten zu den Partnergemeinden in der DDR und nach Polen. Und für mein Leben geprägt hat mich, dass ich als 16-Jährige zum ersten Mal in der Gedenkstätte des KZ Auschwitz war. Und mich hat seitdem das Thema des Lernens aus der Geschichte nicht wieder losgelassen. Ich habe Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Ich habe viele Jahre in einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus gearbeitet, mit Zeitzeugen, mit Schulklassen, mit Jugendgruppen. Und dieses Lernen aus der Geschichte, die Erinnerungskultur, das Lernen für die Zukunft, das ist mir ein wichtiges Engagement. Ich war schon mal Jugenddelegierte in dieser Synode 1987 und 1989, ist schon eine Weile her, und bin jetzt zum dritten Mal berufene Synodale, bin außerdem Mitglied der Sozialkammer, wo wir, glaube ich, auch viele interessante Sachen entwickelt haben. Ich möchte 3 Themenfelder benennen, für die ich stehe und mit denen ich das Engagement gerne, so Sie mich denn wählen mögen, in die Arbeit des Rates einbringen möchte. Das erste ist das ganze Thema des Glaubens in der säkularen Welt. Wie leben wir da unseren Glauben in einer Welt, in der die Kritik an den Kirchen sehr grundsätzlich geworden ist und manchmal auch aggressiv? Ich erlebe das auch im politischen Berlin, gerade aktuell in der Sterbehilfedebatte, wo es sich gezeigt hat, dass wir noch viel erklären müssen. Da geht es nicht nur um Wissen und Aufklärung über ganz rechtliche und medizinische Fragen, da geht es auch um eine Debatte darüber, wie ethische Fragen unser Leben bestimmen. Da geht es auch um Fragen von Autonomie und Selbstbestimmung, um Grundlagen einer sorgenden Gesellschaft. Deshalb denke ich, diese Debatte ist noch nicht vorbei und da müssen wir uns auch gerade als Kirchen erklären. Ich bin dafür, dass wir mit dieser Anfechtung, mit dieser Diskussion sehr offensiv umgehen. Dass wir klar Ja sagen zur Trennung von Kirche und Staat. Das ist gut, das ist richtig. Aber auch jeder Mensch, auch der politisch Engagierte, hat einen Wertehintergrund. Manchmal ist es auch ein religiöser und die Welt wäre nicht besser ohne diese Wertehintergründe. Ich bin dafür, dass wir mit einem klaren Profil in dieser Auseinandersetzung gehen, als evangelische Kirche. Toleranz und Vielfalt ja, ausdrücklich ja, aber mit klarer eigener Position, denn ohne eine eigene Position kann man viel schwerer tolerant gegenüber anderen sein. Und deshalb denke ich auch gerade in Fragen der religiösen Bildung ist da viel zu tun. Das Reformationsjubiläum wird ein solcher Kristallisationspunkt sein, wo wir auch übersetzen müssen, was die Reformation in unserer Gesellschaft gebracht hat, was sie verändert hat und was sich bis heute fortwirkt und was es für die Zukunft heißt. Vielleicht müssen wir auch neue Formen suchen, auf Menschen zuzugehen, die uns erstmal mit Kritik begegnen. Der 2. Punkt, ich habe ein Herz für die sozialen Themen, weil ich ein Herz habe für die Menschen, die unsere Nächstenliebe, unsere Solidarität brauchen. Ich bin Vorsitzende im Ausschuss für Arbeit und Soziales, war lange Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Habe auch mal hauptamtlich in der Diakonie gearbeitet und viel dazu erlebt. Das Miteinander von Menschen in einer solidarischen Gesellschaft, Anwalt der Schwachen zu sein, das heißt für mich den Glauben leben. Und wir werden es auf dieser Synode noch ausführlich diskutieren, gerade in der Flüchtlingsfrage. Wird sich das zeigen, ob wir es schaffen? Und ich glaube, dass wir es schaffen, dass wir es auch schaffen müssen, dass die Menschen, die zu uns kommen, Schwestern und Brüder, Nachbarn, Kollegen und Freunde werden. Und der 3. Punkt, ich habe ein besonders intensives Engagement für Israel und die palästinensischen Gebiete. Ich bin oft dort, begonnen durch die Gedenkstättenarbeit, weiterentwickelt durch politische Arbeit in einem deutsch-israelisch-palästinensischen Jugendprojekt, das ich seit vielen Jahren unterstütze, bis hin auch zur Frage der Christen im Nahen und Mittleren Osten. Bin mit dem, was evangelisch in Jerusalem ist, vertraut und möchte mich gerne auch da engagieren und einbringen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, mit dem christlichen Glauben als Kompass, mit beiden Beinen fest in der Gesellschaft verankert, mit viel Neugier auf die Fragen zur Zukunft unserer Kirche, mit viel Gestaltungswillen, mit dem Willen, dass unsere Kirche profiliert auftritt, kandidiere ich
Ich erlebe immer wieder die Diskussionskultur hier auf der Synode als eine Erholung für die Politik, auch als einen Anstoß, das Wahlverfahren nicht unbedingt, aber die Diskussionskultur schon, als einen positiven Impuls. Und ich freue mich sehr, wenn Sie möchten, dass ich das weiterführen kann, dass ich mich noch intensiver in meiner Kirche für unsere Kirche engagieren kann, und freue mich, wenn Sie mich dabei unterstützen. Vielen Dank.